Aber eher nicht. Ah. Bimsen. Jetzt kann ich am Glücksrad drehen. Was machst du denn hier? Funktioniert noch. Wensa-Qualität. Ihr lauft alle dahin, ich laufe hier hin. Hier ist nur eine Tür. Die verschlossen ist und schöne Lichtstrahlen, die einen Effekt haben. Und irgendwas über mir macht komische Geräusche. Fährst mich, oder? Du auch nicht. Also ist das hier. Muss ich hier runter? Schätze ich. Geh ich mal da in die Ecke runter, weil da sind keine Gegner. Da war seid ihr. Wow. Wollten wir wieder so einen Kill machen. Was stand da gerade? Oder bitte in Aria. Hier kommt alles mögliche Zeug durch, aber ich habe mir das näher angesehen. Und auf einen Container scheinen sie ganz besonders aufzupassen. Aquila 77. Verstanden? Aquila 77. Ja. Verstanden. Was ist da drin? Und sieh nach. Meine Crew macht raus. Okay, ich habe das Terminal gefunden. Du weißt, was zu tun ist. Ja, und es gefällt mir nicht. Das Ding hat einen Alarm. Dann gib besser die richtigen Koordinaten ein. Du haust mich ab.
abgesammelt. Ich weiß nicht, ob ich den Arm finde. Dass ich ihn nicht getroffen habe. Okay, Paket 77 ist... Das Tee. Falsch. Oder ich muss wirklich gucken, was wo hier 77 drauf steht. Ich muss wirklich gucken, wo hier 77 drauf steht. House only. War das? Finde den mit einer Doppel-7 markierten Container. Eine Doppel-7. Ich habe ja schon Schwierigkeiten, Doppel-0 zu finden. Also. Bis ich jetzt gehört habe, wer es jetzt gekauft hat. Okay, Doppel-7. Doppel-7, 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 Doppel-7. Irgendwo eine 7-7. Ja, I. Ah, ist doch eine 7.
B. 3. B. 3. Und unten. Schön unscheinbar die 77 drauf markiert war. Und den herausholen. Den Container begleiten. Und hoffe, ich werde nicht zerquetscht. Bleib, wo du bist. Ich habe auch. Ich würde ja auch was gern anderes, aber ich komme nicht weg. Was? Ich kann weder ducken noch. Jetzt kann ich. Rost, verdammt! Ja, jetzt kommen natürlich hier so große Viecher an. Warum auch nicht? Und keil mich hier ein und ich komme da nicht raus. Naja. Bleibt so aus, ja? Gut. Okay. Thank you.
Na, wo ist er? Wo ist er denn hin? Da ist er. Und jetzt gucken wir mal kurz was. Ein Container abgeht. Ich bin mal gespannt. Mach doch nicht so hell, ey. Wo hast du das denn her? Ist jetzt egal. Fang und sei vorsichtig. Wir haben nur eins davon. Also sieh zu, dass du es gut am Container anbringst. Okay. Jetzt raus hier. Aber Vorsicht. Hier laufen Wachämmers rum. Die wollen wir nicht auf uns aufmerksam machen. Ja. Was du nicht sagst. Haben wir das gerade gesprengt? Warum? Ich dachte, wir wollten den mitnehmen, gucken, was drin ist. Na, erstmal sortieren hier. Was habe ich denn alles gewonnen? Nichts. Vielleicht einen Unterzieher habe ich gewonnen. Plus 15 LP. Plus 7 LP, plus 5 Kräfte, plus 6 Beutebonus. Ach, was steht denn genügend? 6er Beutebonus. Komm, da kann ich viel mehr mitnehmen. Ich weiß, wofür man es braucht. Ne? Ebenso wie die Anhänger. Gut. Es geht. Das verkaufen, ja. 8.966 Bun Geld. Dazu noch 20.200 für Action. Damit kann man doch rausgehen, die Treppe benutzen. Also die Treppe habe ich freigeschaltet gerade. Und dann bin ich mal gespannt, was das ist. Martyrs End. Jetzt für Informationen kommen, die mir sagen, dass der coole Typ hier sitzt. Mein Name ist Kusikitz, ich spiele gern. Das ist Martyrs End. Und da schauen wir doch mal jetzt Informationen. Was er sagt. Aber es waren vier Gangster und... Die Enforcer überfallen die Gießereien rund um Kairos. Halt dich fern. Mach ich. Danke. Okay. Dann bin ich jetzt erstmal mit... Was tief steigt, muss tief fallen. Was tief fällt? Naja, vieles kommt auch wieder hoch. Das gute Zeug zu mir. Was zur Hölle sollte das denn? Jado mit der Sprengladung zu mir zu schicken. Hör zu, ich hab dir einen Gefallen getan. Jado hat mir gesagt, was du vorhast. Nette Idee, aber die Fracht in diesem Container war den Ärger nicht wert. Die Orloks haben die Botschaft auch so verstanden. Sie wissen, dass wir in ihrem Geschäft mitmischen. Das heißt, Silver Talon was es auch. Früher oder später locken wir sie raus. Das ist nicht meine Art. Ich gehe lieber zu ihnen.